jetzt ja sowieso das Hogwarts Legacy. Aber das ist jetzt erstmal alles ein bisschen Zukunftsmusik. Wir machen heute erstmal weiter mit unserem Streifenpolizisten-Alltag. Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Bin unterwegs. Ja, wir machen mal los. Mal gucken, was heute passiert. So, neues Viertel. Ich muss jetzt gerade wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Wir haben einen schweren Unfall. Ist jetzt gerade herzlich egal. Ich bin jetzt am Einsatzort. Verletzte Person, RTW erbitten. Oh, ich stehe, glaube ich, gerade ein bisschen in der. So, was haben wir denn hier? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich war ganz in Gedanken versunken und habe vergessen zu blinken. Also, es tut mir leid. Okay. Warte mal, Versicherung fragen. Ah, nee, wir fragen jetzt mal was okay. durch, was zu passiert. Hören Sie mich? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Diese Person ist zu schnell okay, gefahren, super. Officer. Sie müssen festnehmen, wo wir sie weiter untersuchen werden. Das werde ich gleich checken. Okay, der beschuldigt den. Der eine sagt, er schwarz und der. Was sagst du denn zu deinem Fall? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich fuhr unter der erlaubten Geschwindigkeit, Officer. Okay, fragen wir mal. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. So, was haben wir denn hier? Du hast. Ablaufdatum 13.01.24, hast mal ein bisschen Zeit. Hast aber kein Versicherungsschein? Okay, ist das erstmal schon mal Fahrer? Du hast keinen Versicherungsschutz. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Das haben wir auf jeden Fall schon mal safe. Dann machen wir hier mal kurz einen Test auf Alkohol. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, ob Sie schon mal weg sind. Gut, getrunken bist du nicht. Haben wir da schon aus der letzten Folge gelernt. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob der Kollege da vielleicht gekifft hat. Sind. Nö, weder noch. Gut. Wir kümmern uns erstmal um den Rest hier. Alkohol. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Er sagt mir jetzt gerade, nee, ist nicht. Okay, ich habe hier gerade noch einen Kommentar dazu bekommen. Vom Checker. Ich soll bei allen Fahrzeugen immer das Kennzeichen schreiben, dann kann ich mehrere Strafzettel schreiben. Ja, tatsächlich, das vergesse ich immer gerne mal, dass ich auf die Kennzeichen achte, dass ich die nicht, dass ich nicht gucke, ob die abgelaufen sind. Das übersehe ich immer sehr gerne mal. Danke aber trotzdem für den Tipp. Falls du dieses Video hier siehst. Machen wir mal weiter erstmal mit dem. Also er ist weder betrunken noch bekifft. Mal gucken, was ist mit dir hier los? Okay, wir schauen nur nach, und ob sie unter die Fotos. Alkoholeinfluss stehen. Auch du hast nichts. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nö. Also tatsächlich, im Gegensatz zur letzten Folge, hat hier weder einer getrunken noch gekifft. So, wir machen erstmal die Fotos, damit wir weiterkommen. So, Bericht angeblich ist ausreichend. So, da ist noch irgendwo eine Delle, sagt er gerade. Okay.
Ich habe noch eine weitere Delle gefunden. Da ist irgendwo eine Scheibe gerissen. Gut, schau mal. Ist da was? Hier an dem Auto scheint noch ein bisschen was zu sein. Gut. Hier habe ich schon alles. Hier habe ich auch schon alles. Hier habe ich noch nicht alles. Gucken wir gerade hier. Hier ist noch was. Gut, das haben wir schon. Hier wäre noch was. Der Bericht ist übrigens ausführlich. Gut. Dann werden wir. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. So, du hast noch. Und der wäre soweit. Warte mal, ich guck mal. Ich checke mal, weil wir das, wie gesagt, gerade einer gesagt hat. Ich soll mal aufs Kennzeichen nach. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. So, warte mal kurz. Gucken wir mal aufs Kennzeichen. Das, was er gesagt hat. 4GNE83. Was hatten wir auf dem Kennzeichen stehen? 4GNE83. Da passt es tatsächlich. Okay. Gut. Dann. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Der Ausweis ist abgelaufen. Keine Versicherung. Doch, Versicherung, Alter. Aber abgelaufenen Ausweis. Damit kriegst du schon mal einen Verstoß. Wegen dem Fahrer, dem PA abgelaufen. Strafzettel. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? So. So, gut. Ich habe gerade dem Kollegen geschrieben, den ich gerade angesprochen habe. Ich werde ihn mal ganz kurz im nächsten Video erwähnen. Here we are. Wie gesagt, danke, Checker, nochmal für deine Tipps. Genau für solche Sachen habe ich euch. So, den haben wir ja gerade angesprochen. Den haben wir, glaube ich, sogar schon gecheckt. Dann checken wir mal kurz einen. Alles klar. Hier ist ein Unfallbericht raus. Alles klar. Danke, Officer. Dann gebe ich hier noch einen. Warte mal, einen Unfallbericht raus. Hier ist Ihr Unfallbericht. Alles klar. Danke, Officer. So, dann müssen wir die Autos noch abschleppen. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Gut. Alle Zeuge haben einen Bericht erstattet. Ich frage mich, die Frage kannst du... Ja, damit würde ich dich jetzt laufen lassen. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Also sie sagen ja tatsächlich, so, dann würde ich dich, kann ich jetzt so suchen? Ich darf ja nicht, ja. Taschenmesser und ein Busticket. Frage, darf ich, würde das mal gerne nicht suchen, darf ich das erzwingen? Ja, eigentlich nicht, ne, auf gut Glück. Gut, dann werde ich das auch nicht weiter tun, sondern das Auto abschleppen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Ui. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. So, dann werde ich den Unfall jetzt durch. So, wir werden gucken. Machen wir erstmal die Ecke hier frei. Dass wir hier weiterkommen.
Dass der. Okay. So, haben wir den auch erlegt. Kriegst du das, das Auto noch? Gut, haben wir das auch weg. Und dann kontrollieren wir mal wegen der Position der Ausrichtung. Er packte mich in die falsche Richtung. Und wie mir das eben gesagt, wie gesagt, schon gesagt wurde, checken wir mal kurz auf das Kennzeichen, ob der noch irgendwas hat. Ist aber soweit mit 23, soweit okay. Der steht ja schon genauso hier, der Visit, ne? Laut. So, kriegen. Können wir noch einen hinterher? Heute werden wir keine Verbrecher machen. So. Der passt. Ich glaube auch, dass die Parkuhr so weit ist. Ja. Ich hab ihn. Ja. Die ist total toll. Welches Fahrzeug jetzt? Super. Das ist jetzt total toll, dass ich jetzt noch einen Unfall verursacht habe hier. Ich entschuldige mich für den Unfall. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Versicherung wird alle Schäden übernehmen. Ist nicht weiter schlimm. Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Okay. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte wenden Sie sich an das nächstgelegene Polizeirevier, um Ihren Fall erfassen zu lassen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um alles Weitere. Das nennen Sie einen Bericht? Ja, passt. Tschüss. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ja, super. Der Wagen sich. Na gut, ich hätte auch Fotos machen können, vielleicht noch. Jetzt wieder der Karre. Jetzt hat sich abhauen oder was? Hat der Auto nicht stehen lassen? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Da kommt der Abschlepper, glaube ich, meines Wissens. So, gehen wir mal weiter. Ja, ich war jetzt auch verwirrt von der Anzeige wegen der wegen dem wegen, er hat die rote Ampel überfahren. Das war jetzt eigentlich der Plan dahinter. Dass ich mal das Fahrzeug mir angucke und dann habe ich den einfach übersehen. Also der Unfall geht. So, ich gucke jetzt hier mal den Jeep. Wir machen kurz noch das noch zu Ende und dann machen wir Feierabend für heute. So. Frage mal, darfst du hier parken, ja? Okay. Interagieren. Frage, wie falsch parken. Position in Ausrichtung, falsche Richtung. So, das passt soweit. Wir machen jetzt Feierabend im Fahrzeug und jetzt Revier. Da bin ich, Schicht ist ja, um. Genau, das meine ich. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, wir machen Feierabend heute. Der geht natürlich jetzt auf die, nicht auf die andere Seite, ja.
So, ab zurück zum Hof. Wir machen weiter ab heute und dann. Geht in die Werkstatt und wir machen hier einen kleinen Break. Hey. Moin. Hallo, Bürger. Hallo, Bürger. Oh, jetzt ein Bürger. So, perfekt, wir sind zurück. Im Revier. Gucken wir gerade kurz, wo unser Arbeitsplatz ist. Wo ist denn der Arbeitsplatz? Hier spähen. Machen wir trotzdem nicht. Machen wir so. Super, dann haben wir das auch für heute erledigt. Zumindest den Teil. Ja, minus 10. Ich habe bestimmt, weil ich die beiden Fahrzeuge gesucht habe, ja. Okay, ist nicht schlimm. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was im nächsten Viertel so passiert.